Hallo, mein Name ist Nicola Lange und ich möchte versuchen, die Frage zu beantworten, wen die Christen anbeten. Teilweise wird behauptet, die Christen würden nicht nur Gott anbeten, sondern auch noch Jesus oder Maria oder irgendeinen Heiligen Geist. Stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Denn Gott ist das Allumfassende und ist die Ursache. Und Gott ist für uns unbegreiflich, unvorstellbar. Das heißt ja auch, wir sollen uns kein Bild von Gott machen, wir können es auch gar nicht. Und deswegen ist aus meiner Sicht selbst die Anrede als Vater falsch, denn das würde ja beinhalten, dass er ein Mann ist, dass Gott ein Mann ist. Wenn aber das Höchste unvorstellbar ist, dann können wir uns auch nicht vorstellen, dass es männlich ist, dann ist das schon sachlich falsch. Und um das Unvorstellbare für uns vorstellbar zu machen, gibt es Jesus als Gottes Sohn, sprich als Stellvertreter, als etwas, was für uns begreiflich ist, als jemand, der für uns sichtbar war, damit wir die Möglichkeit haben, uns zu nähern. Und der Heilige Geist wiederum ist das Lebendige, das, was wirkt, ist die Botschaft, die weitergetragen wird und sind die Gedanken, die wir uns machen können, ist die Spiritualität in der gesamten Geschichte. Und diese drei Dinge sind Gott. Das ist kein Widerspruch. Genauso wenig, wie es widersprüchlich wäre, zu sagen, dass Wasser und Eis und Wasserdampf, alle drei, die chemische Formel H2O haben. Es ist immer H2O, obwohl Wasser völlig anders aussieht als Eis und wieder völlig anders als Wasserdampf. Es ist und bleibt H2O. Und so ist diese sogenannte Dreifaltigkeit aus Jesus, Gott und dem Heiligen Geist immer Gott. Nur eben in unterschiedlichen Formen von einer unterschiedlichen Betrachtungsweise aus. Und insofern beten wir einen Gott an. Alles, was in dem, was ich erklärt habe, falsch war, war mein Fehler. Und alles, was richtig war, habe ich anhand der Hilfe des Höchsten richtig machen können. Danke, dass ihr mir zugehört habt.